Jüngster Torschütze der EM-Geschichte und Spieler durch Security verletzt. Am Dienstag fand das erste Halbfinale der EM 2024 zwischen Frankreich und Spanien statt. In der 8. Minute schoss Randal Kolo Muani das erste reguläre Tor der Franzosen in diesem Turnier. Doch die Spanier ließen das nicht auf sich sitzen. Lamine Yamal legte sich den Ball gut 20 Meter vor dem Tor auf den linken Fuß und traf via Innenstange zum Ausgleich. Rekord! Yamal ist mit diesem Tor mit 16 Jahren und 362 Tagen der jüngste Torschütze bei einem Großereignis und löst somit die brasilianische Ikone Pelé ab. Jüngster EM-Torschütze war davor Jonathan von Lanten mit 18 Jahren und 141 Tagen. Ein Eigentor von Barcelona-Verteidiger Jules Condé konnte den Einzug der Spanier ins Finale sichern. Doch was nach dem Match passiert ist, ist echt absurd. Als ein Flitzer aufs Feld rannte, jagte ihn ein Ordner. Dieser kam dabei ins Straucheln und brachte Atletico-Star Morata zu Fall. Dabei verdrehte er sein Knie. Anschließend humpelte er mit schmerzverzerrtem Blick vom Feld. Doch der Schlag war wohl nicht schwerwiegend. Ich glaube nicht, dass es etwas Schlimmes ist. Er hat etwas am Bein, aber wir müssen bis morgen abwarten, sagte Spaniens Trainer Luis de la Fuente. Wer denkst du gewinnt die EM? Schreib es in die Kommentare.